ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Düse und Tour. Heute werde ich euch ein bisschen mal was anderes zeigen. Nicht nur Burgen, Schlösser oder wie wir auf den zwei Rädern über den Asphalt bügeln. Heute zeige ich euch eine Stelle, die auch mir sehr gefallen hat, besonders für Wanderer und Spaziergänger oder desgleichen, auf dem östlichen Rand der Schwäbischen Alb, auf dem sagenhaften Albbuch, einen sehr schönen Platz gesehen zum Spazieren, zum Wandern. Einfach die Seele baumeln lassen, ein bisschen Sauerstoff tanken, ruhig gelegen. Ich befinde mich hier nordwestlich von Steinheim am Albbuch im Wendtal, und zwar in der Nähe von Bartholomä. Das nennt sich hier Felsenmeer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da werden wir heute durchlaufen. Schade, dass man alles einzäunen muss. Die Touris, Spaziergänger, Einheimische, egal wer, treten hier alles platt. Da muss man echt sogar die schönen Felsen einsperren. Mit den seltenen Pflanzen hier, die hier vorkommen. Naja, dafür haben die Besucher den größeren Areal. Das sind drei Grillplätze, habe ich gesehen. Könnten auch mehr sein. Wenn es hier schön warm ist, wird es wahrscheinlich hier auch relativ voll sein. Hier hat es auch einen schönen Wald. Da muss ich sagen, ist eine schöne Ecke hier. Zum Erholen, einen schönen Wanderstart oder Wanderziel, je nachdem, von welcher Seite man kommt. So, guck mal, da geht der Wanderweg weiter. Und da hinten hat es ja auch noch mal ein bisschen was. Schön, schön. Ein schönes Plätzchen hier. Also, ich habe gedacht, das Felsmeer ist jetzt ein bisschen länger, aber das sind etwa, ja, nicht mal ein Kilometer, wo man durchläuft. Dann geht es an einem Waldrand vorbei, und ja, ich meine, für einen Wanderer ist es eigentlich egal. Hauptsache, es hat seinen Flair, hat es auch, besonders wenn es schönes Wetter ist. Auf der linken Seite hat man den Korn, auf der rechten Seite das Waldstück. Und man kann, ist egal, wo man anfängt, entweder von der anderen Seite. Und dann kommt man genau hier an. Und am Ende der Strecke gibt es nachher auch eine Wirtschaft. Da kann man gut gerne einkehren, ein Schlückle Radler trinken, ein bisschen Wasser,
bis man zu Kräften kommt, kann man auch sich da was zum Essen holen. Schwäbische Küche. Ja, also ich meine, die Gegend finde ich recht schön. Hat seinen Charme. Aber es ist so klein, dass es wirklich, wenn es überrannt ist, auch nicht mehr schön ist. Man muss halt wirklich bei den letzten Sonnenstrahlen hingehen. Und den letzten Monaten. Und zwar am besten September, Oktober, wenn es langsam die Jahreszeit zu Ende geht. Noch die letzten schönen warmen Strahlen noch kommen. Also heute waren nicht so viele Leute unterwegs. Es waren schon einige unterwegs, aber ich konnte mich immer noch nach rechts oder links retten. Ja, passt ein bisschen auf, wenn ihr lauft. Macht nicht immer alles kaputt. Schmeißt nicht so viel Müll. Also was ich hier gesehen habe, muss auch nicht sein. Auch die Natur kann cool sein. So, meine Lieben, ich möchte mich hier verabschieden. Es war recht schön angenehm. Also ich meine, es ist ein schönes Wanderziel. Oder man kann hier gut und gerne durch dieses Landschaftsstück hindurch gehen, spazieren, Fahrrad fahren. Also Fahrräder habe ich hier sehr viele gesehen. Auch für die Kinder ist auch irre. Natürlich müssen die natürlich aufpassen, dass die nicht hier zu hoch steigen und die Eltern nicht mehr wissen, wie sie sie runterkriegen. Aber doch recht schön. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich wird es mir da ein bisschen besser gehen. Halt die Ohren steif. Drückt mir die Daumen. Unterstützt mich, wenn ihr wollt. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Eure Düse. Auf der Schwäbischen Alb für euch dabei unterwegs, auf zwei Rädern, auf zwei Füßen. Ja, ziehen wir es durch.